Dann schalte ich wieder zurück. Dann schalte ich wieder zurück. Dann schalte ich wieder zurück. Okay. Okay. Hallo. Wie geht's euch? Ist noch jemand wach zu dieser späten Stunde? Ich hoffe, der Sound, der Ton ist okay, nicht so laut, nicht so übersteuert. Nun, also ich sehe hier, dass einige Zuseher anwesend sind. Wäre natürlich auch nett, wenn sich jemand im Chat meldet. Ein kleines Feedback, wie es denn aussieht bei euch, ob alles so Tonbild okay ist. Heute hier in Salzburg war oder ist tiefster Winter. Es hat den ganzen Tag geschneit, auch jetzt am Abend. Es war wunderschön, obwohl ich so diesen Winter eigentlich könnte ich gut verzichten. Also ich meine, es wäre zwar schön den Winter, aber das Ganze so mit 20 Grad plus, das wäre auch okay.
Aber das geht ja wohl nicht. Nun, jetzt haben wir dann halt 0 Grad. Ziemlich kalt. Aber ich habe eine sehr gute Inka-Kappe und die passenden Handschuhe dazu. Die sind sehr wärmend. Eine feine, warme Winterjacke. Und so ist es sehr gemütlich, draußen spazieren zu gehen. Hier in Salzburg sind zurzeit sehr viele Feste, auch draußen im Gange. Hier gibt es so die Tradition mit diesen Berchten. Das sind Krampusse, das ist so eine Art Verkörperung vom Teufel. Und die springen darum mit ihren Fellkostümen und mit diesen riesen Glocken und machen sehr viel Lärm. Dem Spaziergänger oder dem Zuseher machen sie dann immer ein wenig Angst, indem sie auf ihn zugehen und ihm in die Haare greifen und so weiter. Alles in allem sehr laut. Aber die sind wenigstens immer in Bewegung und haben dann so ein ziemlich dickes Fell an, unter dem sie sicherlich sehr, sehr schwitzen. Ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ob es solch eine Tradition in Deutschland auch gibt oder so ähnlich. Aber hier in Österreich werden solche Traditionen sehr gepflegt. Und jetzt scheint gerade wieder so ein richtiger, ein Retro-Tradition sich zu bilden. Die letzten paar Jahre sind immer mehr die alten traditionellen Gewänder, diese Dirndl und Lederhosen und so weiter, in Mode gekommen. Und teilweise war es verrückt, fast kein Modegeschäft, das nicht so alte, traditionelle Trachtmoden angeboten hat. Ja, halt ganz normale Dinge. Nichts Hochgeistiges. Aber wer weiß, ist alles doch, wenn man es genau nimmt, doch alles auch sehr geistiger Natur. Die Unterschiede werden in unseren Köpfen gemacht. Geistig, hochgeistig, nicht geistig, primitiv, sehr intelligent. Alles das spielt sich doch eigentlich in unseren Köpfen ab. Ist es nicht so? Diese Einteilungen werden in unseren Köpfen gemacht. Das ist doch interessant. Alles spiegelt sich sozusagen in unserem Geist ab. Alles. Auch die Bewegungen, des Körpers. Man hat eine gewisse Vorstellung, was man tun möchte. Und dann bewegt man natürlich auch den Körper in diese Richtung. Der Körper ist wie ein Fahrzeug, das man benutzt, um in dieser Welt sich Ausdruck zu verschaffen. Das eigentliche Problem beginnt eigentlich in diesem Moment, wenn der Mensch sich mit diesem Fahrzeug identifiziert. So ähnlich wie wenn ihr in ein Auto sitzt und ihr euch völlig mit dem Auto identifiziert. Das geschieht natürlich, wie es mit so vielen Dingen. Ihr kennt es sicher. Da kommt vielleicht einer zu nahe an das Auto ran, es könnte ein Kratzer passieren. Und schon kann es Streit geben.
Denn die Identifikation mit diesem Gegenstand, mit diesem Auto ist so groß, dass es als der eigene Körper empfunden wird. So ist es also nicht nur die Identifikation mit dem eigenen Körper, sondern der Körper ist sehr weit. Die Grenzen des Körpers sind weit ausgedehnt. Da ist der Körper, und da sind all die Gegenstände, die ich meine, die mir gehören, die zu mir gehören. Und all diese Gegenstände, sei es nun ein Haus, eine Wohnung, all diese Dinge, die ich liebe, die ich gern mag, oder auch Freunde, Freundin, Freund, je nachdem, all diese Sachen in eurem Umfeld, mit all dem seid ihr, wenn ihr es genau nimmt, identifiziert. Es ist eine Ausweitung, ein Teil eures Körpers. Und deshalb tut es auch weh, wenn etwas von diesen Teilen nicht so richtig funktioniert, wie ihr es gern hättet. Dann entsteht Schmerz. Leiden. Aber auch nur, weil die Identifikation nur mit diesen äußeren Dingen geschieht. Und ihr euch selbst dabei einfach völlig vergessen habt. Ihr seid euch selber nicht bewusst, ihr seid euch nur den Dingen bewusst, aber dem Licht, das diese Dinge wahrnimmt, dessen seid ihr euch in vielen Momenten des Lebens nicht bewusst. Ist doch so, oder nicht? Nun, wir treffen uns hier, um ein wenig sich selbst zu sein, dich selbst zu sein, dass du dich selber wieder wahrnehmen kannst, du selber sein, fernab von allen Ideen und Aussagen, die gemacht werden, was dann alles zu tun ist, was du alles tun musst, um Frieden zu erlangen. So treffen wir uns hier bei Cheat, nun immer ein wenig später, um einfach wieder einmal nach Hause zu kommen, zu Hause zu sein, ja, bei dir selbst zu sein, zu dir selbst zu gelangen, zu deinem wahren Sein, zu deinem wahren Wesen, eben zu diesem Licht, zu diesem Göttlichen, zu diesem Ursprung all, allem Wahrnehmbaren. Und das Schöne dabei ist, dass man dafür für dich selbst, für dein wahres Selbst, wirklich gar nichts zu tun braucht. Man braucht nichts zu tun. Alleine wenn du jetzt beginnst, zu versuchen, irgendetwas zu tun, ist schon eine Anstrengung, die gar nicht notwendig ist. Alleine diese Anstrengung versucht nur, irgendeine Projektion in irgendeine Idee zu holen, wie es denn sein sollte. Aber das Sein braucht nicht sollte, das Sein ist. Jetzt gerade, du bist das Sein, völlig ungeteilt und klar, und das jetzt gerade in diesem Moment. Also alles, was es zu tun gibt, ist nichts mehr zu tun. Eigentlich völlig einfach. Das Ding ist nur,
Der Mensch ist trainiert auf Tun. Für alles ist es notwendig, irgendetwas zu tun. Möchte ich viel Geld verdienen, muss ich dafür was tun. Möchte ich irgendwas herstellen, irgendwas kreieren, muss ich was tun. Aber wie ist es, wenn ich einfach ich selbst sein möchte? Was meint ihr? Wie ist es dann, wenn ich einfach ich selbst sein möchte? Was gibt es dort zu tun? Was meint ihr dazu? Was muss man dazu tun, dass du selbst sein kannst? Welche Regeln gibt es da zu befolgen? Welche Gebote einzuhalten, dass du selbst sein kannst? Wie sieht es dort denn aus? Bitte in den Chat reinschreiben. Es ist ganz einfach bei Cheat. Einfach unten anklicken beim Chat und dann könnt ihr einen Nickname eingeben und dann seid ihr schon drin. Bin mir sicher, dass es euch doch reizt, mitzumachen. Die Energien ein wenig in Schwung zu bringen. Ja, das Ding ist nur, wenn man sagt, du brauchst gar nichts zu tun, dass da die alte Angewohnheit ist des Tuns. Immer tun, tun, immer was tun. Wenn es nicht körperlicher Natur ist, dann ist es geistiger Natur. Hauptsache, es ist irgendwas am Laufen. Und so hat der Mensch begonnen, sich in dieses Laufen zu halten, immer zu laufen. Er hat den Glauben an dieses Laufen gesetzt. Er glaubt an dieses ewige Laufen, an dieses ewige Tun. Und weil er daran glaubt, glaubt er auch an die Dinge, die dazu notwendig sind für dieses Tun. Da wären zum einen natürlich das Wichtigste, da ist deine Geschichte, dein Körper, der in der großen Weltengeschichte irgendwas tun möchte. Und in dieser Weltengeschichte sind andere Geschichten. Andere Geschichten in Form von Menschen, von Gegenständen, von Dingen. Und so versucht der Mensch, sich selbst als Geschichte erlebend in dieser Weltengeschichte, in dieser großen Weltengeschichte, sein Leben zu gestalten und zu kreieren. Von sich selber hat er keine Ahnung, nur von den projizierten Dingen, die er wahrnimmt vor seinem geistigen Auge, und mit denen er völlig identifiziert ist, in denen er sich erkennt.
Da kommt eine andere Geschichte her in Form eines Menschen und er sagt, du bist ein guter Mensch, du bist ein schöner Mensch. Und er fühlt sich völlig geschmeichelt und angesprochen, weil es natürlich seine Geschichte schmeichelt, die er selber von sich hat. Und es kommt ein Mensch hier und sagt, du hast ja diesbezüglich keine Ahnung. Du kannst das ja gar nicht. Und dann ist weniger Schmeichelung, sondern dann ist mehr Beleidigung angesagt. Weil es eben dieses Bild ist, das ein jeder so hat, an dem ein jeder so hängt. Jo. Und so beginnen die ganzen Probleme. Diese ganzen Trennungen, diese ganzen Schwierigkeiten, alles beginnt deshalb. Diese etwas dämlichen Parteisysteme. Alle Systeme. Eigentlich ziemlich primitiv, aber für einen gewissen Abschnitt der Entwicklung des Menschen wichtig. Es war einfach wichtig, solche Systeme zu haben, um zu lernen. Um zu lernen über das, aus dem herauszuwachsen und zu seinem eigenen Sein zu gelangen. Zum wahren Sein. Nicht das Sein in den Dingen, sondern das Sein in allen Dingen. Ja. Und jetzt haben wir eine schöne Zeit dazu. Die Energien der Erde schwingen sehr, sehr hoch, sehr, sehr fein. Das bedeutet, alles wird transparent. Umso höher die Schwingungen der Erde sind, umso transparenter wird auch das ganze Geschehen. Das bedeutet, das Bewusstsein sieht ganz genau die Identifikationen, in denen es bisher gefangen war. Es wird diesen Identifikationen, anders gesagt, genau bewusst. Und dann ist es schwierig, den Glauben länger noch aufrecht zu halten an all diese Programme, Systeme und Geschichten, die es da so gibt. Das macht natürlich auch Angst. Denn die Gewohnheit bisher, sich genau an das festzuhalten, spürt man, dass es das nicht mehr länger sein kann. Aber es ist diese Gewohnheit hier, diese illusionäre Sicherheit, die diese Gewohnheit geboten hat bisher. Und noch ein wenig glaubt man daran, dass man dort Sicherheit gewinnen kann. Doch leider, so die hundertprozentige Sicherheit gewinnt man dort nicht. Diese hundertprozentige Sicherheit ist in dem Moment, wenn du einfach nur bist. Ohne all diese Projektionen. Die Projektionen kommen und gehen. Das, was nicht kommt und geht, das ist dein Sein jetzt gerade. Kannst du dich spüren? Spürst du dich gerade? Bist du gerade hier und jetzt? Ganz einfach. Versuch es. Hör einfach mal auf zu denken. Schließe den Denkvorgang ab. Mach Frieden. Glaube dir selbst. Vertraue dir selbst. Spüre dich jetzt. Genau jetzt hier. Ein guter Moment, um zu sein. Ja gut,
Ja, da jetzt niemand scheint großes Interesse zu haben, um mitzumachen, würde ich sagen, dass ja, wir uns für die nächste Woche treffen beim Cheat. Und mal sehen, vielleicht habt ihr dann irgendwelche Fragen parat oder mehr Lust, um auch im Chat mitzumachen. Wer Lust hat, auch am kommenden Samstag beim Jetzt TV um 20 Uhr, dort habe ich auch einen Videochat. Dort ist auch relativ einfach, um einzuloggen und mitzumachen. Ja, hallo Jin. Ja, sehr schön. Okay. Ja, wenn keine Frage mehr kommt oder keine Meldung mehr, Jin hat sich schon bedankt. In diesem Falle wünsche ich euch noch eine schöne und gute Nacht. Ja, und bis bald.